Liebe Aktivisten des Stuttgarter Nahverkehrs, die unendliche Geschichte von Stuttgart hat einen Namen, Nesenbach-Züker. Seit bald 4 Jahren ist die Bahn im Verzug mit diesem Bauwerk. Bereits im Mai 2010 hätte die Planung beginnen sollen, wie man den größten Abwasserkanal von Stuttgart unter den geplanten Tunnelbahnhof hindurch verlegen kann. Doch bis heute ist das Ding weder zu Ende geplant noch genehmigt und schon gar nicht begonnen. Seit 4 Jahren zeigt die Bahn, dass sie Stuttgart 21 nicht bauen kann. Doch die Politik treibt die Bahn immer weiter vor sich her und die Bahn lässt sich treiben. Nun soll nach dem S-Bahn-Chaos auch noch das Stadtbahn-Chaos kommen. Da fordern wir laut und deutlich vom Gemeinderat hier im Rathaus und von der SSB, retten Sie unsere Stadtbahn vor Stuttgart 21. Heute vor einem Monat haben wir deswegen die Stadtbahnkampagne begonnen. Sie haben dazu schon einiges hier von der Bühne gehört in den letzten Wochen. Seitdem wurden von vielen fleißigen Helfern über 50.000 Flyer zum Stadtbahnchaos verteilt, vor allem an Haltestellen und in den Stadtbahnen. Vielen Dank dafür. Unsere Forderung, die Stadtbahn vor S21 zu retten, richtet sich heute ganz besonders an den sogenannten ersten Bürgermeister der Stadt Stuttgart, an Michael Völl von der CDU. Er, Michael Völl, treibt Stuttgart 21 seit Jahren im Gemeinderat voran. Doch gleichzeitig ist er einer von 20 Aufsichtsräten bei der SSB. Nun steckt er in einem gewaltigen Interessenskonflikt. Soll er als Bürgermeister der Stadt Stuttgart dienen und sich an die lästige sogenannte Projektförderpflicht halten und Stuttgart 21 weiter vorantreiben? Oder soll er als SSB-Aufsichtsrat die Interessen von uns Stuttgartern vertreten und seine Stimme gegen die Pläne der Bahn erheben? Sie erinnern sich an die unendliche Geschichte namens Nesenbach-Düker. Immerhin plant die Bahn für diesen Nesenbach-Düker und im Rahmen der 14. Planungsänderung die Stadtbahntunnel zwischen dem Hauptbahnhof und der Staatsgalerie für über 2 Jahre komplett zu unterbrechen. Und auch der Auto-, Bus- und Fußgängerverkehr würde unter dieser Düker-Baustelle massiv leiden. Morgen in einer Woche, also am 1. April, Tom Adler hat es gerade schon genannt, tagt der Aufsichtsrat der SSB. 10 der 20 Aufsichtsräte sitzen als Bürgermeister oder als Stadtrat hier im Rathaus und machen Politik im Namen der Stadt. Stellvertretend für diese 10 Stuttgarter Politiker fordern wir heute von Bürgermeister Völl in einem offenen Brief, dass er sich für die Interessen der Stuttgarter Bürger, für die Interessen der Stadtbahnfahrgäste und für die Interessen der Busfahrgäste einsetzt. Daher fragen wir Sie, Herr Völl, was unternimmt die Stadt? Was unternehmen Sie als erster Bürgermeister und als SSB-Aufsichtsrat gegen diese Zumutung der Bahn, also gegen das drohende Stadtbahnchaos? Was tun Sie, um Schaden von der Stadtbahn und den Fahrgästen abzuwenden? Und genau dazu, ja, Sie sagen es schon, nichts. Wir fordern aber von ihm in einer Mitmachaktion, dass er etwas tut. Und diese Mitmachaktion sieht so aus, dass heute seit Beginn dieser Montagsdemo Aktive der Stadtbahnkampagne mit Klemmbrettern hier durch die Reihen gehen und Sie bitten, genau diesen offenen Brief an Bürgermeister Völl mit zu unterschreiben. Bitte beteiligen Sie sich an dieser Mitmachaktion heute. Fordern auch Sie von Bürgermeister Völl
dass er als SSB-Aufsichtsrat unsere Stadtbahn vor S21 rettet. Wir sammeln diese unterschriebenen Briefe übrigens wieder ein und übergeben sie an Herrn Völl persönlich in den nächsten Tagen. Einen Redetext gibt es auch gedruckt auf blauem Papier, wie jede Woche, das kennen Sie. Das Besondere an diesem gedruckten Text heute ist, dass am Ende des Redetexts auch alle 10 Aufsichtsräte der SSB aufgelistet sind. Und genau diese Aufsichtsräte, die gleichzeitig auch hier im Gemeinderat sitzen. Schreiben Sie diesen Herren und Damen, stellen Sie Fragen, weisen Sie auf das drohende Stadtbahnchaos hin und verlangen Sie Antworten. Antworten, die über die Standardantwort hinausgehen, dass alle Stadtbahnhaltestellen angefahren würden. Die Frage ist nämlich auch aus Ihrer Richtung. Und noch eine Bitte. Stellen Sie Ihre Schreiben auf parkschützer.de ein. Auf www.barabrisaufstand.de finden Sie ab heute Abend ebenfalls diesen Redetext und vor allem die Adressen. Auch hier können Sie in den Kommentaren Ihre Schreiben an die Herren Gemeinderäte und Damen Aufsichtsräte als Kommentare einstellen, als Anregung für andere. Unsere Forderung an die Stuttgarter Politik und an die SSB-Aufsichtsräte. Erstens, S21-Verträge kündigen! Zweitens, Interessen von uns Stuttgarter Bürgern vertreten. Und drittens, Stadtbahn, unsere Stadtbahn vor Stuttgart 21 retten. Oben bleiben!